Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22. Mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. Yes, wir haben, da sieht man es auch nochmal rechts, 2-0 gewonnen gegen LASK in Linz und der Herr Kühn, der war tatsächlich Doppeltorschütze. Wunderbar. Und wir sind sogar auf Platz 1 vor Barcelona nach 3 Spielen. Allerdings eben nach 3 Spielen, das ist jetzt natürlich irgendwie, wir haben 5 Punkte, die haben 4, also das ist so nahe beisammen. Und hier habe ich gerade gesehen, wir sind auf Platz 1 zurück in der Ligatabelle mit... Nee, auf Platz 2 allerdings Punkte gleich hier mit Sia und mit Servet. Okay, und wir haben ein Büro. Gehen wir mal schnell gucken. Das sind alles Spielersachen. Der Herr Cuisance, ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke. Ja, ich bin stolz auf dich, weil du bist gut, deswegen spielst du. Nö, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Achso, hier löschen wir, glaube ich, nicht. Kann das sein? Moment, hier einmal den. So, also dann haben wir den Herr Scharrer. Ich weiß, dass ich... noch nicht wieder bei 100% bin, aber ich habe im letzten Spiel trotzdem alles gegeben. Ja, war stark. Danke, dass ich spielen durfte. Du gehst halt, du verlässt uns. Das heißt, in der Liga würde ich eher nicht mehr auf dich setzen, aber in der Champions League brauchen wir dich. Ja, genau. Schön, dass du wieder da bist. Logisch. Und dann haben wir noch den Herrn Kühn. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Aus meiner Sicht läuft alles gut, definitiv, weil Sie mir die Chance geben, mich zu zeigen. Ja. Ja, arbeite weiter hart. Und dann wird sowieso ein großer aus dir, da mache ich mir gar keine Gedanken. Der hat Skill 73. Ist aber dermaßen brandgefährlich. Schon krass. Gut, wir haben Luzern. Lass mich mal gucken. Nein, nicht hier, sondern beim Wochenterminplan. Luzern, danach haben wir St. Gallen im Pokal. Okay. Ja, wisst ihr was? Dann werden wir... Ich werde Luzern simulieren. Auch auf die Gefahr hin, dass wir irgendwie da ein Problem haben. Weil wir dann nicht gewinnen. Was haben wir hier? Meine Agenten und ich sind enttäuscht, dass sie uns nicht geantwortet haben. Wir halten weiter Verhandlungen aktuell für sinnlos. Bitte kontaktieren Sie uns nicht mehr. Freundlichen Grüßen, Luciano Bastos. Verhandlungsende. Was war das denn? Haben wir irgendwas? Habe ich was vergessen? Offensichtlich schon. Wenn ich jetzt noch wüsste, was. Naja, gut. Also nicht, dass dann... Doch, der Herr Scharrer, der ist weg. Das ist in trockenen Tüchern. Also, wir haben hier Luzern. Das können wir so machen. Ja, wir spielen mal mit denen, die wir hier haben. Dann macht der Herr Hatschi mal nochmal eine Pause. Wir simulieren. Und schauen, was wir dabei rauskriegen. Es ist ein Heimspiel. Also wir müssten das gegen Luzern eigentlich gewinnen von der Mannschaft her. Ja, 3-1 passt. Dantas Tor. Dann Fasnacht und Dantas nochmal mit Tor. Beziehungsweise davor Dantas, Fasnacht, dann wieder Dantas. Stark, muss ich sagen. Gut, also. Ja. Weiter. Okay, wir gehen in den Pokal. Das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen im Pokal natürlich auch weiterkommen. Dass wir auf allen oder in allen drei Wettbewerben tatsächlich vertreten sind. Wen haben wir hier noch? Den Herr More, das ist der Ersatztorwart. Wenn ich eine Zukunft für diesen Verein habe, dann zeigen Sie mir bitte das Vertrauen und geben Sie mir eine Chance in der Mannschaft. Kriegt er? Ja, zeig uns halt im Training vor allem natürlich, dass du Einsatzzeit verdient hast. Okay, da haben wir das Schweizer Pokal Runde 1 gegen unseren Erzrivalen, den FC St. Gallen. Cool. Aha. Julian Albrecht. Zentrales defensives Mittelfeld, 65 Stärke. Ne, das ist eigentlich nicht, was wir brauchen. Streichen wir mal. War das der Herr Albrecht? Jawohl, können wir das hier löschen. Eindhoven hat uns Michael Sadilek so eine Ablöse von 70 Millionen im Tausch gegen Patrick Schauer angeboten. Der ist doch schon weg. Ist jetzt, habe ich irgendwas verdattelt und der Schauer ist nicht weg? Also das gibt's doch nicht. Alle Details finden Sie. Nehmen wir einen Ordner. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir uns derzeit nicht an Transfer befinden. Ja, das ist mir alles klar. Aber wieso bieten die uns nochmal Geld für Schauer? Der müsste doch weg sein. Oh Gott, Hilfe. Sehe ich das irgendwo? Clubkader. Wir haben das Clubkader, jawohl. Teamzentrale, der Herr Scharrer. Gibt es hier Infos? Hat einen Wechsel gefordert? Hat das mit dem Wechsel nicht geklappt? Diese 76 Millionen? Ich kann es mir gar nicht glauben. Angebot anzeigen. Oder Angebote anzeigen. Mache ich mal. Tauschgeschäft. Oh, Patrick Schauer hat den Wechsel zu FC Porto abgelehnt, da keine Einigung über ihre Transfer. Aber da unten steht's doch. Nee, Porto, aber das hat er abgelehnt. Ja, aber was geht mich das denn an, was er mit Porto irgendwie beredet?
Ja, da keine Einigung über die Vertragskonditionen erzielt werden. Das muss doch er mit Porto machen. Ach, du grüne Neune. Okay, dann, ja, aber gut. Wir haben gleich nochmal, zum Glück haben wir gerade nochmal ein Angebot gekriegt. Ja, ich würde sagen, Angebote anzeigen. Vertragsverhandlung. Nee, ich möchte tatsächlich, wir machen das anders. Wir gehen hier nochmal ins Büro. Diesen hier. Und dann gehen wir zur Transferzentrale. Dann sind wir direkt bei ihm. So, jetzt können wir hier verhandeln. 70 Millionen. Da würde ich aber tatsächlich auch nochmal kurz gucken. Jetzt habe ich mir den Dings nicht angeguckt. Den Tauschspieler ist aber eigentlich eher irrelevant. Aktueller Wert. 10 Millionen doch von dem, der da getauscht werden will. Okay, wir machen eine neue Transfersumme. Wir übertreiben aber nicht. Transferbudget 81 Millionen. Hä? Was? Warum haben wir denn ein Transferbudget von 83 Millionen? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dann hätten wir ja das Geld für Schara schon gekriegt. Dann können wir ihn doch aber jetzt nicht nochmal verkaufen. Aber jetzt einen völligen Knoten. Ich versuche mal. Neue Transfersumme vorschlagen. Machen wir hier doch mal 75 Millionen. Und hier machen wir 500. Okay, mal gucken, ob sie das machen. Na? Jawohl, das machen sie sogar. Okay, gut. Ich verstehe nicht, wo das Transferbudget herkommt. Das muss ich mir gleich mal noch ansehen. Eigentlich wollte ich doch nur gegen St. Gallen spielen. Also, gut. Tauschgeschäft? Nee, das ist doch kein Tauschgeschäft. Ach so, ja gut, es ist ein Transfer mit der angehängten Tauscheffekt. Also, ja. Da haben wir ihn. Stärke 77, zentrales defensives Mittelfeld. Das ist natürlich auch ein starker Mann. Den könnten wir dann wieder verkaufen eigentlich. Gut, muss ich denn jetzt irgendwie noch etwas machen? Moment. Nicht, dass das auch wieder irgendwie flöten geht. Du kannst die Verhandlung mit dem Spieler beginnen. Aha. Verhandeln. Okay, wir verhandeln. Was muss ich denn jetzt mit dem verhandeln? Fangen wir mit der Teamrolle an. Michael Sadilek. Ach so, wenn wir natürlich den Tauschspieler, den haben wir in dem Sinn nicht angenommen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen hat das wahrscheinlich funktioniert. Ja. Das akzeptieren wir. Wie alt ist er? 26. Machen wir 3 Jahre, dann kriegen wir Geld. Wenn wir ihn verkaufen. Gehalt. Was hat er für ein Gehalt? 17.000. Machen wir hier mal. Moment. Machen wir hier mal 15. Mal gucken, ob er es annimmt. Machen wir mal 13. Und passt das? Ja, es wäre das Angebot, der ist zufrieden. Sehr gut, dann ist der jetzt bei uns, beziehungsweise Ende Saison, dann müsste doch jetzt der Transfer weg sein. Also der Transfer hier. Jetzt haben wir nämlich doch 76 Millionen für den. Gut, also das ist mir jetzt wirklich irgendwie gerade alles ein bisschen Rätsel, was wir jetzt hier hatten. Aber jetzt müsste er doch weg sein. Jetzt möchte ich aber schnell ins Büro nochmal. Finanzen. Hier ist das Transferbudget 11 Millionen. Was waren das denn vorher für. Was waren das für 86 Millionen? Naja, ist jetzt auch egal. Wir gehen ins Training und haben dann den Pokal tatsächlich. Weiter. So, merkwürdige Sachen gibt's. Aha, jetzt kommt der nächste. Nö, das wollen wir nicht. Nö, nee, das ist ja viel zu wenig. 57 Millionen. Kann ich das irgendwie auch ablehnen? Das müsste ich jetzt eigentlich ablehnen können. Nochmal bei ihm. Tauschspieler anzeigen. Okay, der hat das Angebot, ich kann das andere aber nicht ablehnen. Na gut, wenn wir gar nicht reagieren, dann sollte das eigentlich sich erledigt haben. Hoffe ich mal zumindest. So, es ist ein Kampf, bis man hier zum Cup kommt, zum Pokal. Gut, Pressekonferenz, ja, machen wir. Ist ja nicht unwichtig, das Spiel tatsächlich. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Warum ist Patrick Schauer nicht mehr im Verein geblieben? Wir haben was falsch gemacht haben. Da müssen Sie ihn fragen. Ja, eben, weil er sich. Also ich glaube, ich habe nicht mal was falsch gemacht. Wenn er sich halt mit Porto dann nicht einig wird, also da kann ich ja keinen Einfluss drauf nehmen. Hat die Moral des Gegners gelitten. Ja, die haben gut gespielt, die Jungs. Glauben Sie, FC St. Gallen kann die nächste Schweizer Pokalrunde erreichen? Ich hoffe nicht, wenn sie gegen uns spielen. Ja, wird ein schweres Spiel. Denke ich mal. Okay, gut. Der Herr Scharrer wird dort gezeigt als Schlüsselspieler, aber der Herr Scharrer? Ja, doch, im Pokal vielleicht eben schon.
Soll er solchen spielen lassen? Ich glaube, er wäre so schlecht nicht. Rot gegen Grün, ja. Geht, finde ich jetzt aber nicht ideal. Wie sieht es mit Weiß gegen Grün aus? Wesentlich besser. Oder Rot gegen... Ja, das ist auch eine St. Gallen Farbe, auch wenn St. Gallen normalerweise natürlich grün ist. Gut, dort hätten wir Teammanagement. Da ihn nochmal und dann zurück. Ja, jetzt ist natürlich Dantas hier wieder drin. Er ist natürlich schon auch stark und ich möchte ihn halt stärken. Und Charo, wie gesagt, jetzt haben wir ihn, glaube ich, zum zweiten Mal verkauft. Oder vielleicht jetzt wirklich mal. Sollen wir hier noch was ändern? Ich würde gerne Heisi eine Pause geben und Hachi rein. Und hier lassen wir es vielleicht. Vargas? Nee, lassen wir drin. Es ist ein wichtiges Spiel. Ich würde hier nicht wirklich nicht irgendwie Experimente machen. More, der Ersatztorwart, der kriegt dann in einem Ligaspiel nochmal eine Chance. Das ist ganz klar. Weil der ist schon auch stark. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gut. Ist das okay so? Jetzt haben wir Rot gegen dieses Dunkel. Doch, das müsste passen. Solange wir nicht wieder Weiß gegen Weiß haben, das haben wir ja alles auch schon gehabt. So, da sind unsere Jungs. Mbabu rechts. Fasnacht da in der Mitte. Links, das könnte sogar Hachi sein. Da bin ich ja nicht so sicher, wie der aussieht. Und das sind hier die Jungs vom FC St. Gallen. Jo, meine Lieblingsmannschaft tatsächlich in der Realität. Geografisch bedingt primär. Weil ich halt hier wohne. In der Nähe. So, wir sind zu Hause, das sieht man. Und ist natürlich jetzt wichtig. Okay, sollen wir schon mal anfangen oder sollen wir es noch singen lassen? Wir haben jetzt doch schon relativ viel Zeit wieder gebraucht, damit diesen Transfersachen. Ja, wir gehen rein. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. So wurde das früher gemacht in der ARD und auch im ZDF. Wenn Spiel war, weil die Leute teilweise halt noch schwarz-weiß hatten. Oh, Foul, kein Foul. Oh, gut eigentlich von Mbabu. Oh, jetzt ist hier aber irgendwie gerade ganz Käse. Oh, gefährlich. Ui, Ziege, jetzt geht das schon wieder los, dass Ziege hier irgendwie eingreifen muss. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Pokal. Also das Ding müssen wir gewinnen. In der ersten Runde ausscheiden wäre fatal. Ui, ja, mit dem Bauch. Mit dem Bauch holt er das Ding noch raus. Das ist ein Fall für Ziege, kein Problem. Ein frecher Lupfer, kann man machen. Gut gemacht hier. Oh, gut gemacht von Vargas. Ja, das kann er. Also das war fast schon in Lasse Kühn-Manier. Einmal kurz um den Gegner rum und dann zack. Ein satter Schuss ins linke Eck. Und da wird er geknuddelt und das zurecht. Ja, hier sehen wir es nochmal. Schöner Pass. Dann hier einmal der Haken. Da kommt ihm Lasse Kühn fast so in den Weg. Ja, ist eigentlich auf Höhe des Elfmeter-Dingens. Also von daher, die kannst du natürlich schon machen. Und das macht er auch. Auch wenn der Ball halb hoch kommt, aber der kommt zu präzise. Aus geringer Distanz, da kann der Torwart nichts machen. Da müsste er eigentlich Ziegel stehen in dem Tor. Er ist eigentlich in der Realität der Torwart eben vom FC St. Gallen. Den haben aber wir weggeschnappt im FC St. Gallen im Spiel. Und das ist natürlich sehr gut. Also, dem Herrn Ziegi verdanken wir doch schon einiges. So, die Fans sind zufrieden. Ich bin es im Moment auch. Da geht drauf. Jawohl, hintere den hier irgendwie dran, dass er irgendwas anstellen kann. Oh, da kommt er tatsächlich durch. Los, Verteidiger. Gut, jetzt hat es geklappt. Jawohl, stark gemacht. Auch soweit gut. Der Ball hätte jetzt nicht hoch sein müssen, aber... Jawohl, da geht Hachi durch. Jo, Riesenchance, glaube ich. Ich glaube für Fasnacht. Oh, ui, der muss drin sein. Das wäre schon eine kleine Vorentscheidung gewesen. Auch wenn wir noch sehr früh im Spiel sind. Aber wenn wir dann schon mal 2-0 führen. Oh, schlecht gemacht hier von der Abwehr. Oh, aber auch schlecht vom FC St. Gallen. Irgendwie da bleibt er hängen. Dafür stark von Mbabu, der aber den Ball wieder verliert. Ui, aber dann... Ui, es geht ja hier schon wieder rund. Heieiei. Jawohl, sehr gut. Das sollte kein Abseits gewesen sein. Vargas wieder mit einer geschickten Drehung, wie immer.
Ui, und dann ist leider unser Gallo im Weg. Wir haben aber die Kugel wieder, wir können nochmal aufbauen. Babu geht da auf den Flügel. Jawohl, auf Hachi wahrscheinlich. Und es steht 2-0 nach 26 Minuten. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Babu hier als Flügelstürmer, das hat halt auch drauf, abgesehen davon, dass er halt ein starker Verteidiger ist. So, jetzt müsste es müsste in der Liga mal noch so gut laufen, wie es jetzt gerade hier läuft. Wir wären, glaube ich, ja gut, wir sind eh vorne, aber in der Liga läuft es ja tatsächlich nicht so prickelnd. Aber ist jetzt auch egal, hier ist Pokal. Und mir gefällt, was ich sehe. Da können wir dann in der zweiten Halbzeit sogar noch ein bisschen wechseln. Also, ich wollte gerade sagen, aber aufpassen. Oh, Mbabu, das ist nicht dein Ernst, der Pass. Oh, eine einfache Drehung und Ziggy passt auf. Ja, schon wieder Ziggy. Wer sonst? Guter Ball. Auf Cuisance. Ja, Fasnacht passt auf. Verliert den Ball trotzdem. Und ja, tatsächlich Einwurf für St. Gallen. Oh, schade. Herr Kühn, einen Schritt zu spät. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, aber der ist draußen. Okay, da haben wir nicht Glück gehabt. Das haben wir uns sozusagen erarbeitet. Nicht viel los, ja. Das ist auch okay. Es muss nicht immer viel los sein. Wir sind froh, wenn wir einfach mal 1-0 führen ohne Stress. Jawohl. Ach, ich habe es fast vermutet. Ich habe natürlich nicht gesehen, wo der stand. Das war jetzt mal Verdacht, Hinterpass. Gut gemacht soweit. Oh, da hat mal die Vargas-Drehung für einmal nicht funktioniert. Das könnte ja auch sein. Vielleicht hat sich langsam rumgesprochen, wie er die macht. Das wäre dann eher schlecht. Ja, jetzt. Jetzt hat er den Ball gegen Euklides. Stark. Oh, stark das Dribbling. Aber irgendwie, dann sind dann doch irgendwelche St. Galler Füße leider im Weg. Jawohl, auch wieder stark vom Verteidiger. Das könnte sogar wieder Friedrich gewesen sein. Schöner Pass auf den Flügel. Ja, da kommt er nicht vorbei. Nochmal hinten rum über den Babu. Sehr gut, nochmal die Seite wechseln. Stark. Ah, wieder ein Fuß von St. Gallen. Ja, dann ist Pause. Ja gut, eine veritable. Was heißt veritabel? Eine gesunde, eine gute Führung. 2-0. Damit können wir leben und arbeiten. Gefällt mir. Ist jemand irgendwie fürchterlich müde? Der Herr Kühn. Ja, dann werden wir hier mal den Herrn Heisenberg bringen. Wir wollen den nicht kaputt machen. Und für Herrn Blanco. Dann, da spielt ja schon. Ja, kommt mein Mond dann da noch rein. Den Rest lassen wir mal. Spiel fortsetzen. Das sind ja alles auch Leute, die Fußball spielen können. Reden, Herr Heisenberg. Also von daher sollte da nicht irgendwie was passieren. Was Schlimmes. Sehr guter Pass von Heisi. Jawohl, auch gut gemacht von Vargas. Da ist er einfach hinten durch. Ah, wieder ein St. Galler. Los, holt euch die Kugel. Schade, hat nicht ganz geklappt, aber wir haben den Ball nochmal. Gut gemacht. Jawohl, wie im Training. Also das war jetzt wirklich fast ein bisschen wie im Training. War es Cuisance oder... Jawohl, der Herr Cuisance. 3-0. Jetzt gefällt es mir noch besser. Hui, relativ klarer. Oder eine relativ klare Sache bis jetzt. Ja, schön gemacht. Jawohl, er ist einfach Fußball. In die eine Richtung am Gegner vorbei und dann in die andere Richtung abschließen. Keine Chance über den St. Galler Torwart. Aha, sehr gut. Ich überlege mir, wisst ihr, was wir machen? Wir bringen noch den Ersatztorwart, den Herrn More. Wir werden Herrn Ziggy erklären, dass das nichts mit seiner Leistung zu tun hat. Sondern es geht darum, dass der auch mal wieder ein paar Einsatzminuten hat, sonst wird er uns irgendwann gallig. Das möchte ich dann doch nicht haben. So, geh mal drauf. Holt euch die Kugel.
Oh, gefährlich dort. Oh, auch gefährlich. Aber da ist Ziggy. Okay, das heißt, wir können hier rein. Und Ziggy erlösen. Falls er keine Lust mehr hat, was ich nicht glaube, das ist ja ein guter Mann. So, setzen wir fort. Schnell wieder aufbauen. Ach, schade, genau an den Fuß ran. Langsam. Jawohl, Glück gehabt. Da hat St. Gallen das Ganze verdattelt. Oh, stark gemacht. Nochmal stark gemacht. Und gleich nochmal stark gemacht. Und Batz. Der Herr Hachi. Ja, okay, kaum drin. Schlägt da auch zu. Jetzt tut mir dieser Galler fast ein bisschen leid. Also das ist natürlich schon... Ja, wenn es halt mal läuft, wir haben eine starke Mannschaft. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum wir jetzt in den Ligaspielen zuvor immer solche Probleme hatten. Aber das hast du halt einfach manchmal. Ja, keine Chance. Gut, sollen wir nochmal wechseln? Nö, ich würde sagen, wir lassen es mal. Oder doch, wenn wir jetzt so vorne sind, wir wechseln tatsächlich nochmal. Und zwar, wenn wir können, wir sehen es gleich. Ne, ist sowieso vorbei. Okay, gut. Sonst hätte ich da nochmal einen gebracht. Von den Jüngeren. Da, wir hören natürlich nicht auf zu spielen. Wir versuchen hier nochmal ein Tor hinzukriegen und keins zu bekommen. Ja, der Herr Babu aggressiv. Sehr gut, das gefällt mir. Es steht 4-0 für uns und trotzdem, er geht halt aggressiv rein. Er will nicht, dass da der Gegner irgendwie an den Ball kommt. Ja, auch sauber. Da hat Heiß immer ein bisschen Platz. Starker Ball. Jawohl, wieder gut gespielt. Vargas, der hier daherkommt. Ui, da wird so ein bisschen Kletter angesetzt. Das war jetzt auch nicht schlecht. Oh, haben wir die Kugel? Jawohl, wir haben sie. Nein, wir haben sie nicht, aber wir erlaufen sie. Gut von Dantas. Ja, der gefällt mir halt schon auch sehr gut. Kein Abseits, glaube ich. Oh, doch, leider. Ja, Vargas sieht es natürlich anders. Der läuft nicht gerne umsonst, was er gerade getan hat. Aber es war wahrscheinlich schon Abseits. Oh, nicht zu dem St. Galler. Das war gar nichts. Da läuft der Verteidiger wieder am Ball vorbei. Kein Foul. Nee. Oh, doch, war Foul. Zum Glück war es auch... Oh, nee, war nicht mal außerhalb. Ich glaube, das gibt... Was gibt's? Nee, gibt noch Freistoß. Ich wollte gerade sagen, das war doch außerhalb. Also das sollte schon kein Elfmeter geben. Jetzt haben wir Mora im Tor. Mal gucken, vielleicht muss er sich auszeichnen. Nein, Friedrich passt auf. Oh! Jo, und wie er sich auszeichnet, der Herr Mora. Aus nächster Nähe. Ja, er ist halt wirklich auch stark. Also das haben wir schon mal festgestellt. Aus der Distanz. Was für eine Reaktion. Einfach noch die Hand raus und das Ding fliegt über die Linie. Huiuiuiui. Wäre jetzt nicht so dramatisch ein Gegentor, aber ist natürlich schöner, wenn wir hier 4-0 führen und vielleicht sogar nochmal ein Tor machen. Aber man sieht, die St. Galler, die hätten gerne hier irgendwie... Ja, nochmal More, okay. Im Fallen hat er den noch rausgedrückt. Ja, jetzt ist natürlich für St. Gallen ist mühsam. Ist ganz klar. Eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Vielleicht hätte er ihn in die weite Ecke schlänzen sollen. Aber ich will natürlich dem Gegner hier jetzt auch keine Tipps geben. Zumal das nichts mehr bringt. Der Schuss ist vorbei. Ziggy? Ne, ist nicht Ziggy. Okay. Oh, ne, ich dachte, der Ball fliegt zu mir. Dann hätten wir tatsächlich noch mal eine Chance gehabt. Ein Konter. Ui, Latte. Gefährlich. Ich dachte, ich wäre dran gewesen, denkst du? Gut gemacht. Ja, Heisi macht das stark. Oh, schade, da wollte er auf Hachi. Das war eine gute Idee, aber da war halt ein Fuß im Weg. Oh, und das wollte halt einfach wieder zu schnell gespielt sein, sozusagen. Schöner Pass von Heisi. Na, aber dann doch nicht so ein Käse. Was war das denn, Herr Vargas? Da kannst du doch auch mal draufhämmern. Ja, war auch nix.
Boah, schlecht. Ja, jetzt dürfte das Ding durch sein. Jawohl, 4-0-Sieg. Ich würde sagen, diskussionslos. Und der Herr More hätte auch mal nochmal Einsatzzeit gehabt. Der sollte eigentlich auch zufrieden sein. Ja, logisch bin ich zufrieden. Der Herr Trainer hier ebenfalls. Und der Herr Zeidler, der Trainer vom FC St. Gallen, den wir gerade gesehen haben, der wird wahrscheinlich mit seinen Jungs jetzt eher mal Tachles reden. Jo, cool. Dann haben wir die Pokalsaison auch eingeläutet und das relativ erfolgreich. Sehr schön. Gefällt mir natürlich. Was haben wir als nächstes? Das sehen wir gleich der Farbe an. Ja, das ist Liga. Achso, ja, habe ich ja eh gesagt, gegen Servette. War ein wichtiges Spiel. Wir sind jetzt tatsächlich auf Platz 1 hier, wegen dem Luzern-Sieg, den wir simuliert haben wahrscheinlich. Ja, logisch. Und dahinter Servette bzw. St. Gallen auf Platz 2. Wir haben den Zweitplatzierten der Liga 4-0 nach Hause geschickt. Heißt, FC mit mäßiger Form, sonst geht es euch gut, wir haben gerade 4-0 gewonnen. Was wollt ihr denn von uns? Ja, also irgendwie die Presse, aber das ist halt die Presse, ist uns ja egal. Wir haben gewonnen, das passt. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.